Tarantula, Alter! Wenn ich euch erzähle, in Japan gab es für uns den ein oder anderen Leckerbissen, dann denken die meisten wahrscheinlich ja... Pass auf, da sind Haare dran. Aber es gibt da noch einen anderen Snack, von dem ich euch bislang noch nicht erzählt habe. Was? Ich durfte auf der Tokyo Game Show schon Persona 5 Royal spielen. Das Singleplayer JRPG ist jetzt endlich im Game Pass für Xbox und PC erschienen. Yippie! Ey, ich war einfach der Anime-Hauptcharakter in einem in Tokio spielenden Game, während ich in Tokio war. Hätte ich jetzt nebenbei noch Sushi gegessen, hätte ich wahrscheinlich gleich die japanische Staatsbürgerschaft bekommen. Und ihr könnt das jetzt auch zu Hause erleben. Also Persona 5 Royal. Mit dem ersten Link in der Beschreibung und dem angepinnten Kommentar könnt ihr euch das Spiel holen. Das gibt's auch im Xbox Game Pass für Konsole und Windows. Psst, der Game Pass kostet gerade im ersten Monat nur 1 Euro. Ihr könnt das Spiel also schon für 1 Euro spielen. Ja, worauf wartet ihr? Euch erwarten in dieser Edition alle bisherigen DLCs, Qualitätsverbesserungen, 60 oder 120 FPS und neue Personas und neue Orte und neue Storylines und neue Soundtracks und ein alternatives Ende. Während ihr in die Köpfe eurer Gegner in Form von dunklen Dungeons reist und euch mit eurem Combat-Team menschlichen Abgründen in Form von bösen Kreaturen stellt. Persona 5 Royal ist der König des Genres und ein Muss für alle Anime-Fans. Klickt gerne auf den Link in der Beschreibung und taucht ein in einer Welt voller Gefühle und Action. Also, jetzt dann, okay? So ist fein. Inki, Inki, altes Haus, bald schon geht dir die Tinte aus. Wenn's Rohr versinkt in der Visage, will ich dafür nicht mal eine Gage. Aber vielleicht ein kleines Abo, das wäre auf jeden Fall ganz nett. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Bendy and the Dark Assault Rifle. Letzteres bräuchte ich mal, um hier im Kollegenkreis ein wenig für Ordnung zu sorgen, wenn... die ganzen Spinner in ihren schwarzen Ganzkörper-Latex-Anzügen nimmer wieder an die Wäsche wollen. Aber ich sag's euch, ich bin bereit, ey. Ich hab nicht den Wumms verloren. Es gibt hier ordentlich auf die Mütze. Und ich muss erstmal rausfinden, was ich hier überhaupt zu tun habe. Ich kann hier die Knöpfe durch... Ah! Darf ich mein Intro zu Ende machen? Geht's noch? Wie ich immer vergesse, dass das ein Horror-Game ist. Jetzt hört auf, euch lustig zu machen. Ich sehe euch schon wieder lachen hier vor den heimischen Bildschirmen. Ich höre das. Tut nicht so. Boah, ich loote das hier mal ab. Was gibt's denn hier? So, Upper Beds, irgendwelche oberen Betträume. Ja, sind wie so kleine, Schlafkapseln oder so. Ich mach hier mal das Brett zu, das sieht mir auf den Sack. Zur Sauna kann ich, ja. Ey, ich schwitze schon genug, ich sag's euch. Und zum Lost and Found. Das klingt irgendwie, als müsste ich dahin. Außerdem ist ein Schild da, wie ich da hinkomme, alles klar. So, ich mach das mal. Ich muss ein wenig auf mein Leben achten hier, to be honest. Moment mal. Können wir denen irgendwie entgehen? Hier ist die Sauna? Ja, ich habe den Knopf nicht aktiviert. Ey, ich will mal sehen, was passiert. Kannst du mal kurz deinen Kopf da durchstecken? Nur mal zum Testen, okay? Finde ich hier ein bisschen Leben? Oh, perfekt. Das fasst mein... meines ganz gut zusammen. Wenn wir gerade von Leben dabei wären. Haha! Geil! Alter, guck mal, die ist verwirrt! Ich habe keinen eingesteckt, oder? Oh, was macht sie da? Kann ich mich da mal anstealthen? Ich muss diese... Shit! Ich muss diese Sachen öfters einsetzen. Ich glaube, diese Stealth-Attacken, die regenerieren auch so ein bisschen mein Leben. Warte mal, wie kann ich mich da ansneaken? Das Problem ist... Ich bin halt super langsam. Super langsam. Ey, ich will das jetzt durchziehen. Moment, 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 Moment. Ah, jetzt kommt die hier raus. Ah! Weißt du was? Ich hau dich einfach auf die Fresse. Also, wenn man um die drum rum geht, dann treffen die weniger. Und wenn die diesen ersten Sprungangriff nicht treffen... Boah, ich hab jetzt Angst gehabt gerade. Dann... Macht es nicht so viel Schaden, ja. Ich komme nicht schnell genug ran. Das ist das Problem. Hau ab! So. Ich gehe mal hier zum Lost and Found. Das war doch hier. Ich glaube, das Schild. Oh, ich bin gleich tot, Alter. Bitte nicht herkommen. Nein, 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 nein. Diese Geräusche, ihr müsst euch getäuscht haben. Ihr habt was auf den Ohren. Ganz sicher. So. Die pennen jetzt hier dann, oder was? Wenn sie mal... Ja, das ist ja halt auch 500 Kilometer unter der Erdoberfläche hier, dieses Studio. Die kommen nicht nach Hause. Da musst du einen Tag Heimfahrt mit einplanen hier. Okay, die sind wie auf Montage, oder? Flow?
Hä, wieso? Gibt's da Rapper, oder? Ja, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da irgendwie von hinten ran. Okay. Ich muss erstmal schauen. Das sieht aus wie so eine Area, wo wir die verschiedenen einzelnen Türen abklappern müssen und dann halt immer wieder hierher kommen. Dort war die Sauna, glaube ich. Ich gehe mal da rein. Oh, warte mal, wir haben doch hier unten, wir haben doch Münzen und so Automaten, ne? Yeah! Ich kann mich erinnern. Oh, thank you! Geil. Ich lass es mir halt erstmal schmecken. So. Ich geh mal hochgucken. Da stand doch Upper Beds. Also müsste noch irgendwie die oberen Schlafzimmer sein. Da oben ging irgendwas auf. So, Moment, Schimmer. Was flackert hier? Hallo? Die Disco-Schlafkammer. Auch in Ordnung. Hier kann ich mich verstecken. Warum sollte ich das tun? Oh, hier haben wir irgendwas. Controls. Irgendwie so eine Hebebühne. I put the crane keys in the lost and found office. Oh ja, aber wie komme ich da rein? Some dope keeps leaving them out. Ah, okay, den muss ich hier reinstecken. Alles klar. Und hier kann ich? So eine Karte, genau. Falls wir mal wieder auf so einen Automaten treffen. Ist okay. Gut. Aber das zumindest auch mal. Ich glaube, wir haben sogar mehrere Karten mittlerweile. Wir haben, glaube ich, unten noch eine gefunden sogar gerade eben. Ich mach mal die Sauna auf. Mal gucken, was da ist. Oh mein Gott, ich hasse dich! Oh, come on! Oh. 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 Wow. Oh Gott, die Beine, Alter. Das ist ein Performance-Künstler. Der hat das geübt. Bitte nicht. Kann die nicht mal einmal mitspielen? Junge, die Sensitivität von der Maus in diesem Spiel ist extrem awkward. Ich muss das immer übelst aufruppen, bevor hier irgendwas geht. Sonst bin ich die ganze Zeit dabei, hier meine Maus umzusetzen auf diesem Pad. Das ist die Sauna, right? Haben wir hier irgendwas Schönes? Was Feines? Was zum Anbeißen? Neben mir? Oh, ein paar Slugs. Yes. Yes, gib her. Yes, 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 yes. Ein Büchlein? Moment mal. Ich beschäftige mich gleich mit euch. Wartet mal kurz. Was haben wir da? Battery, was auch immer. By our sweat we cannot be cleaned. Das heißt, die können nicht gesäubert werden. Die haben es aber versucht, Alter. Sie wollten saunieren. Sich den Ärger mal richtig ausschwitzen hier. So, gib mal her. Wir leben nicht für immer. Wenn wir getötet werden oder auseinandergerissen oder zerstampft oder irgendwas sowas in der Art, dann werden unsere Seelen in die Tinte zurückkehren, um neu geboren zu werden. Ah ja. Und wie läuft das so für euch? Und dann werden sie von mir mit dem Rohr verprügelt. An unending cycle of torment. Ja, eine Qual. Das heißt, meine Mitarbeiter sind tot? Sagt uns das? Aber manchmal können schlimmere Dinge passieren. Can slip from the ink completely. Eine Seele kann der Tinte komplett entgehen und gefangen werden zwischen den Welten. Nicht in der Lage zu sterben oder zurückzukehren. Sie driften in den Schatten. Die Phantome der Maschine, die Geister. Okay. Hey! Weißbrot! Au! Alles klar? Hau, Alter. Ich habe die richtige Stelle am Gehirn getroffen, glaube ich. Der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, ey. Will. Lost and found. Ach, warte mal, Flow! Oh! Ich hätte es wissen müssen. So langsam hätte ich es auch mal lernen können. Ich muss diesen Wusch machen, oder? Komme ich da durch? Ey, das wäre insane. Sag nicht, ich kann damit auch durch Wände gehen. Vielleicht, wenn ich die andere Seite sehe. Oh, das ist interessant. Ach, da oben ist auch dieses Symbol. Ey, sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Oh mein Gott. Ehrlich jetzt so? Was haben wir da? Ich will das gar nicht nehmen. Ich suche mir erst einen Punkt zum Verstecken. Ich kann nicht, ne? Oh Mann. Doch, da kann ich mich verstecken. Okay, alles klar. Hier ist ein Schlüssel. Für den Kran. Ja, alles klar. Okay, ich nehm's. Ich loote hier erstmal alles weg. Picked up the schematic. Das ist ein Plan für den Kran, oder was? Was haben wir hier noch drinnen? Nischt. Auch schön. Immer wieder eine Freude. Gleich passiert was. Ne? Digga, ich glaub denen nicht. Sollte ich erstmal mein...
Oh shit! Nein! Oh, Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Was soll ich denn machen? Hallo! Ich kann nicht flowen. Ich konnte das nicht. Boah, das ist doch nicht dein Ernst! Muss ich jetzt alles nochmal load autosave? War das bei dem Schlüssel? Bitte sag's bei dem Schlüssel. Bitte, bitte. Komm, spiel. Enttäusch mich jetzt nicht. Ich war bislang auf deiner Seite. Ich habe immer gut von dir geredet. Auch von mir hinfeiern und so. Ich bitte dich. Oh, danke schön. Ich liebe dich. Ja, was mache ich denn da jetzt gegen? Ich kann nicht zurückflowen, oder? Warum auch immer nicht? Moment mal. Kann ich? Es musste sich erst aufladen, ne? Okay, Moment mal. Ich darf vielleicht diesen ersten Schwung da nicht verpassen. Oh! What? Digga, der kann das auch! Du Loser! Okay, da drin ist zick. Mann, das ist unfair. Idiot! Ja, warte doch einfach da. Du weißt, dass ich da durch muss. Der Ink-Demon, Alter. Voll die Lusche einfach. Was ist mit dem? Okay. Oh nein. Wie soll ich mich denn jemals anstealthen an diese Dinger? Au. Ins Maul jetzt. Hast du was zu fressen da? Nee, nur eine Batterie. Cool. Oh. Wilson, da ist... Da hat irgendwas nicht so ganz geklappt, mein Freund. Gent Upgrade. Oh, wait, was kann ich denn da machen jetzt? Ich brauche 12 von den Dingern? Von diesen Toolkits? Jesus Christ, charged for heavy impact. Oh, Manu, übelst teuer. Verdammte Inflation. Gut, ich nehme mal den Kran bedienen. So. Schlüssel rein. Fimmel raus. Mich will irgendwer belästigen, ne? Wo fahren wir denn hin, Mama Puffy? Au! Och, Mann! Alter, ihr nervt aber auch! Also, ich muss zugeben, also... Oh Gott, ich bin gleich tot. Cool, Schrauben und Muttern. Oh. Ach. Oh, nein. Danke. Oh Gott. Halt's Maul. Nein, fuck. Scheiße. Ach, warte, wo bin ich denn jetzt? Oh. Animation Alley, wait. Wait, wo haben die mich denn rausgesetzt jetzt? Oh nein, nicht du! Ich will nicht. Oh Gott, ich möchte nicht. Nein! Oh, auf deine Freunde zu alarmieren. Oh mein Gott, du Assi! Oh, wo ist er? Der tötet mich wieder gleich! Junge, was ist mit dem? Der hatte gutes Frühstück. Just relax. Ach, halt dein Mundwerk. Ich will die alle nicht mehr. Ich will jetzt mein Leben auffrischen. Ich bin schon wieder gleich tot. Ich würde sagen, der Combat ist ein bisschen boring ansonsten. Oh, gib mal her jetzt hier. Dankeschön. Oh, so richtig was bringen tut das auch nicht. Uff. Okay, was hat denn das jetzt da gemacht? Oh, was? Die Kisten sind verschwunden. Kann ich jetzt dahin? Moment mal. Ich glaube, da war doch zu, oder? Da ist immer noch zu. Muss ich da drauf gehen? Kann ich da rüberfahren? Habe ich irgendwas verpasst? Oh, geil. Habe ich irgendwas verpasst? Ich werde diesen Stealth-Angriff nie und nimmer machen können. Warte mal.
ist denn mit euch? Oh mein Gott, jetzt ist ja auch alarmiert. Alarm. Oh, hallo. Die spammen das alles. Geh weg. Danke, hör auf, mich voll zu rülpsen hier. So, was ist denn jetzt hier, sag mal? Muss ich da, hätte ich da drauf gemusst? Habe ich die Chance jetzt verpasst und bin immer, für immer hier gefangen? Und immer? Ja, ist eine gute Frage, Leute. Da waren eben gerade noch Kisten drauf. Ich weiß nicht, ob es gut ist, da gestorben zu sein. Vielleicht habe ich es irgendwie versaut. Moment mal. Aber was muss ich denn sonst noch machen hier? Ich habe, glaube ich, alle Räume abgekaspert. Ich könnte hier rüberspringen. Warte mal. Funktioniert das? Oh, mit so einem Swoosh! Warte. Oh! Insane! Ach so! Ja. Interessant. Ja, aber jetzt endet die lustige Fahrt hier. Oh, die endet nicht! Wer hat die Kisten weggeräumt? Wer auch immer das getan hat, ist ein verdammtes Genie. Alright, ich muss mich aufladen und dann kann man da zum Exit, ja? Junge! Ah, hier ist das Symbol. Das kann man nur nicht sehen, weil schwarz auf schwarzem Grund. Sag mal, gibt es eigentlich Untertitel? Das wollte ich schon lange mal nachgucken. Audio, Subtitles. Subtitles ist an, es gibt keine deutschen halt leider. I'm sorry, Leute. Bei denen sowieso nicht, ja. Der steht doch gleich auf. Warum kann ich die nicht looten? Ja, ich habe zwei, schade. Aber ansonsten bin ich fast da. Bendy. Wir haben klein Ben. Chapter 3. The Eternal Machine. Wann war ich denn jemals in Chapter 2? Das habe ich gar nicht mitgeschnitten, ey. Okay, gut. Wir können das Ding hier wieder aufladen. Das ist irgendwie auch eine Mechanik, die wir sonst nicht nutzen, es sei denn, sie präsentieren uns hier so ein Teil. Wait, kann ich das da nicht reinlegen? Moment mal. Okay, cool. Nee, ich bin voll aufgeladen. Stimmt. Zum Glück fühle ich mich nicht mehr beobachtet. So, Battery Refill können wir noch nicht. Okay, wir gehen mal hier rein. Wir sind voll aufgeladen und dann laden wir es nochmal auf, wenn wir hier einmal ready sind. Alles klar. Ey, sorry, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich in Chapter 2 bin. Es ist irgendwie an mir vorbei geflowt. So, während du beschäftigt bist, mache ich mal den hier. Dass die so eine Geräte haben. Um Rohre aufzuladen. Warum stehen die hier rum? In einem Animationsstudio. The machine must endure. Ich muss auch sehr viel aushalten, mein Freund. Studio Tour. Okay. Vor allem, wir gehen diesen ganzen. Digga. Wir gehen diesen ganzen Weg ab, die auch die Leute, die dieses Museum quasi besichtigen, wo die langlaufen, ne? Just saying, Alter. Die sind aber richtig plattgelatschte Füße nach so einer Session. So, Elevator, Elevator up. Ja. Ich will ja eigentlich auch wieder raus. Nee, eigentlich möchte ich einen Kaffee, sowas. To the pit. Was ist denn die Pit? Ich will keine Karte machen, ich möchte eigentlich, ich habe ja diese Dinger. Ich möchte meine Toolkits halt behalten. Ich wünschte, ich hätte mir die ein bisschen gespart. Aber das weiß ich ja nicht, was da noch kommt. So, hier liegt jetzt ein Zettel noch. We're in and out like rats. We're scouring the place, people showing, pushing away this elevator system, set up the thing, and only employees working here. Wie diese Fahrstühle funktionieren, scheint es so, als hätten wir bloß 10 Mitarbeiter hier.
diese Halle ist jederzeit voll mit Leuten, die darauf warten, hochzugehen. Aber die haben quasi nur diesen einen Elevator und deswegen warten hier immer übelst viele Leute, weil sie keine andere Möglichkeit haben, irgendwie hochzukommen in die anderen Etagen oder runter halt. Right around quitting time, you're going to have to grab a magazine. Krass, sie müssen hier übelst lange warten, Alter. Ist das kacke. Das Studio ist... Ich höre Leute. Oder den Ink Demon oder so. Joey Drews Studio ist krass gewachsen und zwar viel zu schnell in letzter Zeit. Aber es gibt nur einen Weg, habe ich gehört, wie man diesem Rattengefängnis oder diesem Labyrinth entkommt. Ich werde mich mal umhören. Hudson Doyle. Irgendetwas sagt mir, der hat den Weg nicht wirklich gefunden. Boah. Okay. So, jetzt immer ein Auge haben auf Toolkits, ne? So, da komme ich noch rein? Ich trau mich gar nicht. By five. Ja, mein Leben sieht eigentlich ganz, ganz okay aus, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich habe Bacon Soup gegessen. So, das bringt immer eine Menge. So, hier komme ich noch rein. Sehr gut. Zum Glück haben wir wieder aufgeladen. Wilson knows your purpose. Elevator up. Aber wo ist denn der Elevator up? Oder stehe ich hier im Elevator? Ist das einfach gigantisch? Nee. So 500 Mann können da Platz nehmen, Alter. So, search. Nicht hide. Nee. Toolkits, Mann. Schade. Mann. Ey, Game, das wäre jetzt deine Chance gewesen, ne? Oh, ich will da gar nicht hin. Zum Glück kommt das... Ey, wenn das Ding da auch ein Rohr hat, dann, mit dem es das Schloss zertrümmern kann, meine ich, dann, ist natürlich ein bisschen doof für mich, ne? Ich glaube, das ist beschäftigt. Was auch immer. Okay. Hier haben wir nur... Wir haben immer nur Batterien. So viele brauchen wir doch gar nicht. Vielleicht dann nachher wirklich zum Use Card. Hier ist eine Münze. Gent Parts. Ja, da bin ich schon voll mit. Toolkits brauche ich halt, ne? Digga, was ist denn mit euch? Okay. Kann ich da einen anderen Weg hinausfinden? Ah, ich muss das hier zertrümmern, ne? Oder? Oh! Oh, wait! Ey, das wäre gar nicht so eine schlechte... Ach, den kann ich bewegen. Wollte gerade sagen. Da kann ich natürlich jetzt nicht, durchswuschen. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber... Seien wir mal nicht so schlau. Tun wir mal nicht so, als hätten wir einfach einen massiven Verstand. Kann ich jetzt, Digga, kann ich das loslassen, bitte? Dankeschön. Meine Güte. Der hat sich emotional an dieses Ding gebunden, wie Sau. So. Little Miracle Station. Nee, da kann ich mich nur verstecken. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zu den anderen Versteckmöglichkeiten. Ich sollte mir mal hier einen kleinen Shortcut freilegen. So, sehr gut. Benny, du stehst Schmiere, ja? Da unten will mich irgendwas fressen, zerreißen und zerstampfen. Aber ich will nicht Teil der Tinte werden. Meiner Mutter versprochen, dass ich das nicht werde. Inky! Klein Inky! Warte mal, wo ist der Schrank? Der ist hier, alright. Kleiner Demon! Komm! Wuffi! Keiner kann mich finden! Ist das dumm? Stell dir vor, Alter. Du bist die Inkarnation des Bösen. Und was dich auffällt, ist ein Holzschrank, der aufgebaut ist wie ein Plumpsklo. Stell's dir einfach nur vor. Oh. Aha! I found the secrets. We live in the ruins of the past, forever lost in the shadows of those who came before us. Wir immer verloren in den Schatten von denen, die vor uns kamen. Wir leben in den Ruinen der Vergangenheit. Blended souls to make something new, und etwas Neues schaffen, aber der Ink Demon, der lebt in allen von uns. Die Stimme, die uns ruft und uns einen Zweck zuweist. Wir wissen, dass es eine Lüge ist, aber dieser Zug ist zu stark. Er vergiftet uns, er ruft uns immer. Kannst du ihn nicht hören? Nö, solange ich da am Plumpsklo sitze, nicht, muss ich zugeben. Und kein Toolkit, schade. Na, hat er dich verknuspert? Kann's immerhin nicht mehr looten. Wo fahr man hin? Hoch, hoffentlich. Zur Coffee Area.
Bitte. Meine Güte. Was muss eine Dame tun, um ein koffeinhaltiges Heißgetränk zu bekommen in diesen Landen? Als Mitarbeiterin des Monats möchte ich hinzufügen. Meine Güte. Wie lange spielen wir? 24 Minuten? What? Kommt mir vor wie eine Stunde. Was habe ich denn gemacht? Digga. So, ich muss mal kurz selber was knuspern. Ein bisschen Hunger. Wait. Wie unautorisiert! Nee, nicht Schleudersitz! Nee! Keeper, please! Keeper, please! Oh nein, der fällt, ne? Wir fahren weiter runter! Into the pit! Wie Wilson sagen würde. Ah! Fuck my life! Brauche ich eine Portion Kaffee? Also, ist jetzt Bosskampf oder so? The Pit klingt halt wie so eine Arena. Autosave. Oh, irgendwas wird passieren. Oh, das sieht aus wie ein fucking Bossfight. Eieieiei. Spielen wir Roblox Doors oder was? Ja, was ist der Plan? Auf die Schnauze? Boah, das ist herzlich ineffizient. Oh mein Gott, okay. Wait. Oh. Ich kann ihn nicht wirklich bekämpfen. Okay. Ich muss einen Weg hinausfinden. Diese Türen. Was haben wir hier? Ein Kaffeeautomat! Was? Mein Schicksal hat sich erfüllt. Ich kann zurück ans Reißbrett. Alright. Ab ins Büro, würde ich sagen. So, mein Dings ist natürlich nicht aufgeladen. Ich kann nicht während des Kampfes interagieren? Was? What do you mean? Okay, ich muss das da aufladen, ne? Aber hiermit, oder was? Oh yeah, Big Booms is back in town, bitches. Let's go. Oh, wir haben immer noch das Problem mit dem Kampf. Aber nicht mehr mit dem Durst. Oh, verstehe. Okay. Alles klar. Out. Oh. What? Okay, das ist ja krass. Momentchen mal. Oh, die Dinger alle zerhauen zu wollen, ist komplett dämlich. Aber was bringt es denn? Mein Dings ist aufgeladen. Ich muss die alle runterkloppen. Okay, das speichert sich nicht. Ah, ich muss die zweimal hieben. Moment. Oh, mein Kaffee eigentlich. Die müssen alle ganz nach unten zeigen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin so gut wie tot. Ja. Wow. Geschieht jetzt irgendwas? Ich will halt nicht gegen die antreten, ne? Oh, ganz nach unten, genau. Also wirklich ganz. Ich glaube, ich kann keinen Kaffee mehr kaufen. Ich sehe das Dings nicht mehr. Ah! Tarantula, Alter! Oh Gott! Aber Hilfe! Mama! Nee! Die Musik! Jetzt muss ich gegen die Mutti kämpfen. Ach, Mann. Und ich habe meinen Kaffee schon versnackt. Okay, wie mache ich das platt? Wie mache ich es platt? Moment. Ich habe sie getroffen. Ich bin gleich tot. Nein! Oh, Junge, wie soll ich es denn machen? Muss los. Shit. Okay, immer in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Bewegung bleiben und schlagen. Ich bin sofort tot. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Komm, wir spielen Baseball. Komm, spring. Verarscht. Sind alle tot?
Okay, mehrere Runden. Halte ich das noch aus mit dem wenig Leben? Shit! Oh! Ich muss die alle auf eine Richtung bringen. Ein Hieb und ich bin tot, das ist klar. Boah, ist das schade. Oh, es kommt. Ich habe wieder die Hälfte der Leben. Und ich stecke fest zu irgendeinem Grund. Danke für den Spawnpunkt. Ich konnte nicht beamen. Ich musste, glaube ich, nur einmal erwischen. Okay, jetzt habe ich bessere Voraussetzungen. Wait! Die verzieht sich. Die ist weg. Ich muss das nur noch einmal machen. Okay. Boah, zum Glück hat es gespeichert. Krass. Oh. Darf ich jetzt bitte speichern? Mein Escape-Knopf geht nicht. Er funktioniert einfach nicht. Krieg ich wenigstens ein Autosave? Fear shows our true nature. Angst zeigt unsere wahre Natur. Mein Escape-Knopf ist kaputt. Ich kann nicht speichern. Why? Dankeschön. Das hat mich komplett rausgebracht, Alter. So, Moment. Hier wird's was zu fressen? Nee, natürlich. Einen Donut. Der da wahrscheinlich schon 5 Jahre drin liegt. Aber ich werde mich nicht beschweren, Alter. Ich mag meine Donuts auch knusprig. Ist okay. Ne, irgendwas in dem Spiel ist buggy. Ich kann nicht mehr escapen. Schade. Oh, nice. Wilson, wir müssen reden. Alice? Oder so. Are you there? Nehme ich auch. Alice? Die chillt sich die Backen da oben irgendwo. Im Pit. Dark. I don't know what to do. Im Gewächshaus quasi. I'm coming to find you. Just ach! Don't move. Jetzt! Oder was? Was mit ihr? Don't move. Jetzt gibt's ein Autosave. Don't move ist eine herzlich bescheuerte Idee. Ja, ich kann meine Optionen nicht mehr anpassen, hier gar nichts. Das ist ja strange, muss ich zugeben. Bendy! No! I'm sorry! Oh, ich habe das Gefühl, das wird nicht einfach, den davon zu überzeugen. Vor allem nicht, wenn meine Augen so leuchtend sind und ich mit diesem übelsten Rohr auf ihn zulaufe. Ich würde auch weglaufen. Bendy, spiegelt gut mein... Hallo? Spiel? Spiegelt gut meinen Gemütszustand wieder, to be honest. Emergency Shaft. That's what he said. Okay, halt dein Maul, Alter. Komm nicht auf komische Ideen, ne? Schützte Backenzähne. Hier ist noch eine Batterie, die ich nicht brauche in ihrer Gesamtzahl. Aber gut, ich nehme sie trotzdem mal mit. Vielleicht gibt es da noch irgendeine andere Upgrade Station oder so, die halt 500 Batterien braucht. Man weiß es nicht. Es wird immer schlimmer. Es gibt doch mal neue Gegnertypen, ne? Ich hätte gerne eine andere Waffe. So irgendwas Rangiges. Boah, stellt euch vor, ich hätte die ganzen Dinger da platt gemacht eben. Oh, eine Tool, ein Toolkit, yes. Fuck you, Alice. Fuck you. Ich will da aber nicht. Ich will nicht. Sie hat gesagt, bleib, wo du bist. Ich kann mich nicht beschweren, wenn die mich niemals erreicht, ne? Help. Help. Oh Mann. Okay, wem darf ich hier die Fresse polieren, hä? Kommt schon, zeigt euch. Alter. Oh! Wer ist das? I believe there's something special in all of us. Joey! Especially you, Audrey. Wie geht's denn so? Don't you know me? Take a good look. Joey Drew? In the flesh. Well, so to speak. Come on up. Let's take a little walk. There's something I want to show you. Das ist ein Trick. Der lebt hier nicht im Emergency Shaft. Ich glaub dem kein Scheißwort.
Gibt's leider nichts mehr zu looten. Das ist doch der Ink Demon, der spielt mir einen Streich. Ich glaub's ihm nicht. Mann, dass ich nicht speichern kann, das regt mich echt auf, ne? Schade, er ist einfach immun, Alter. Gegen alle meine Tricks. Follow me. Mind your step. This old place is full of surprises. Ja, und großen Mündern. I've worked here a long time. Mr. Drew? Joey, please. Joey, what is this place? The studio, these monsters. Ich dachte, du arbeitest hier, Schätzelein. It's a cycle, Audrey. An ink-stained nightmare, forever stuck on repeat. With just a pencil and a dream, and with a little help from the Jet Corporation, it came into being. From what I gather, ich begreif's nicht. It exists in parallel with the outside world. Okay, wir sind in einer Art Parallelwelt. Außerhalb der Zeit. Aber wie bin ich denn da reingeraten? Durch Wilson? This studio is a monument to choosing the wrong road. Now whether it was built for revenge or regret. Warum aber durch Gier oder alles fing doch mit der Inkmaschine an? Nee, gut, sprich ruhig weiter, Digga. Someone out there is messing with what's in here. Bad things have begun to emerge from the puddles. Wicked creatures that never came from my pen. The worst ones call themselves keepers. Dangerous, deadly folks. They've taken over the old Jet workshop just beyond the sewers. Lebt er hier? Trying to bring what they call order to this world. Freezing the cycle in place. Changing the script. Whatever answers you're looking for, you'll find them there. Oh, ja? Oh! I'm ready, Sir! Gib mal das. Jede großartige Geschichte beginnt mit einem Mysterium. Das hatten wir schon mal. Aber vielleicht sind die Dinge dunkel am Anfang. Aber die Wahrheit wird deinen Weg erleuchten. Habe keine Angst vor dem, wer du bist. Angst. Vor dem, was du vielleicht werden könntest. Fear only. Ach so, hab nur Angst vor dem, was du vielleicht werden könntest. Und, ja. Haus weg, Alter. Your best pal. Wer ist mein best pal? Ist er das? Hat er... Hier ist ein Stift, er hat das geschrieben, oder? Es war die ganze Zeit Joey. Crispy Cracker. Sorry, dass ich deinen Vorrat hier verspeise, Alter. Jetzt muss der Typ verhungern. Hast du vielleicht irgendwelche Toolkits? Werf ich. Ja. Above all, never forget. You're here for a reason, Audrey. There's always a reason. Even when you can't understand it. You made this world. Why can't you fix it? Because I'm not the man. I'm just the memory. Ich bin doch nur Joey. Ja. Das ist klar. Er ist eigentlich gar nicht da. Hier ist ein Grab. Joey Drew. 1901 bis, was? 71, ne? Nicht 20. Just a pencil and a dream. Nur ein Stift und ein Traum. Oh, what, Alter? Joey, ja. Ja, cool. Seine Erinnerung ist halt auch in dieser Welt gefangen. Ich weiß noch nicht, was ich mit diesen ganzen Infos am Ende des Tages machen soll. Ha. Huh. Sehr, sehr mysteriös. Ich warte nur drauf, bis mir die Wahrheit den Weg erhält oder wie auch immer er es gesagt hat. Das Ding ist, die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, jemand ist mit mir. The best pal, quasi. Jemand will mir helfen und jetzt ist er weg? Fragezeichen. Verlieh niemals die Hoffnung. Wenn du zweifelst, oh, das ist ein guter Zettel jetzt für diese Ansage, ne? Wenn du zweifelst, dann ist die Antwort, die du suchst, meistens ganz in der Nähe. Wir alle haben Träume. Geister sind in unserer Vergangenheit. Aber diese Geister können uns den Weg, den wir beschreiten wollen, zeigen. Na dann? Geister! Bendy, ich verfolge dich so lange, bis du nicht mehr weglaufen kannst, in die Ecke getrieben wirst und mir dann zuhören musst. Du wirst feststellen, niemand kriegt dir auf die Schnauze. Ich will diesen Hebel mal noch nicht
kann das mal wieder aufladen, wenn ich einmal hier bin. Ich werde diesen Hebel mal noch nicht drehen oder bewegen, sonst verpasse ich vielleicht irgendetwas. Ja, yeah, sehr schön. Sehr schön. Gut gemacht, Jeff. Oh, hier ist ein Automate. Automate. Was haben wir denn da unten? Mal gucken. Gent Upgrades. Ja, wie sieht denn der Stand aus? Nicht cool, ne? Ich habe bestimmt 4 Toolkits. 4 von 12, ey. Ich weiß nicht, ob ich die anderen im Verlauf des Spiels überhaupt noch finden kann. Keine Ahnung. Oh. Es wäre vielleicht sogar an der Zeit. Vielleicht können wir es sogar durchspielen jetzt. Ich meine, Chapter 3. Wie viel mag es denn hier geben, Chapter? Ich höre mir das erstmal an. Grace. So leise. Ja, ich wünschte, ich könnte da, also ich wünschte, es gäbe dafür Untertitel. Das hätten sie echt mal machen müssen. Und wenn nicht, dann müssen sie das nochmal patchen. Okay, Leute, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich bin noch nicht mal ansatzweise am Ende. Also wäre es jetzt nur eine halbe Stunde oder so, dann hätten wir es auf jeden Fall durchziehen können, aber so. Guck mal, was da geht. Okay, es macht nur das Ding auf. Ich hätte das auch betätigen können. Aber wie gesagt, weiß ich ja nicht. Boah, ich habe jetzt einfach nur mal kurz meine Stelle gesucht und nachgeschaut, wie lange so der Durchschnitt der Leute braucht. Und ich denke mal, bei mir wird es ungefähr ähnlich sein. Von daher. So, finden wir Bendy hier? Ist jetzt die Frage. Muss unbedingt durchsuchen. Damit ich vielleicht irgendwann mal meine Waffe hier upgraden kann. Schade. Dann kommen wir vielleicht von woanders rein. Da oben ist noch ein Schalter. Oh mein Gott, ey. Ich muss alles durchsuchen. Hide? Ich will nicht heiden. Kommt der Ink Demon? Der kommt überall, ne? So, hier haben wir was Schönes. Das wollte ich eigentlich nicht. Sorry. Teleportier dich bitte in den Schrank rein, Seth. Bitte. Tu es einfach. Stell keine Fragen. Was haben wir denn hier Schönes? Was soll das alles sein? Also diese ganze Anlage hier. Security Lock. Okay, da ist das. Oh, sehr gut. Shit, ich dachte, das wäre ein Schrank zum Durchsuchen. Moment mal. Security Lock. Tja, schade eigentlich. Ich bin nicht autorisiert. Nee, da können wir auch nicht hintergehen. Okay, wir gehen mal weiter oder runter oder whatever the fudge. Oh, ich muss diese nervigen Leitern gar nicht benutzen. Auch schön. Aber hier unten ist sonst nichts. Können wir das auffüllen? Ich meine, da oben ist noch ein Schalter. Moment mal, wir gehen mal dahin. Wir gucken erstmal hier. Ich werde bloß nichts verpassen. Sorry, wenn ich ein bisschen länger brauche, aber es geht ja auch ein wenig drum, hier so gut wie es geht voranzukommen und die Story mitzuerleben. So von daher. Okay, der Ink Demon, der ist definitiv hier unterwegs. Bacon Soup! Geil! Eine Vorratspackung. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nur nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse das mal da. Ist wie so ein. Das sagt doch irgendwas, diese Rohrmodelle. Oh. War das eben schon da? Ich habe es zumindest nicht gesehen. Okay, wie kommen wir da hin? Können wir das wuschen? Oh! Ja, fast. Warte mal. Das ist ein Opening. Vielleicht können wir dahin. Ich schätze mal, wir kriegen den Winkel nicht von dort aus. Aber hier können wir so ein bisschen. Ah, das scheint zu weit. Moment. Das hätte fast geklappt. Augenblick. Ist das so? Müssen wir das machen? Boah, warte. Ich krieg das schon hin. Vorteilt mich nicht. Augenblick. 3, 2, 1 und
No! What? Ey, aber fast! Hier war ich noch gar nicht. Das war krass gemacht mit dem Schatten. Oh, hier ist noch eine komplett neue Area. Warte. Vielleicht ist hier irgendwie ein Schalter für diese Security-Tür. Guck mal, das ist zumindest der Grund, warum wir das aufladen mussten. So, während wir darauf warten, dass das passiert, durchsuchen wir mal die Dinger hier. Jede Münze hilft. They designed this big tunnel to link the new... Oh, jetzt erfahren wir, was das ja eigentlich ist. Die Verbindung vom Gent-Building zu Joey Drews Studio. Alles klar. They want to keep labor and parts flowing between them. Also das ist quasi auch für zum Warenaustausch quasi. Sie wussten nicht, was sie hier schaffen. You gotta drain the center duct to the overflow. Ja, die mussten das Wasser dann ablassen, um da durchzukommen. Ah, es ist wie so eine Art Sicherheit und die fluten das dann wieder, wenn sie durch sind. Das ist halt keine große Aufgabe. Das heißt, es wurde irgendwie für irgendwas missbraucht oder so. You gotta make sure all the duct hatches are open. Simple stuff, bit complicated when you're working by yourself. Okay, ich verstehe es nicht. Das ist vielleicht irgendwie so ein Sicherheitsaspekt. Ich kann das hier nicht... Ich kann nicht einfach ins Wasser, glaube ich, oder? Ich gehe hier erstmal rein. Oh, hier sind noch ein paar Münzen. Geil. Wer hat da sein Wechselgeld eigentlich hingelegt, sag mal? Dieses Fake Money ist halt irgendwie... Was passiert? Okay, da ist eine Brücke hingefahren, glaube ich. Das Fake Money ist irgendwie genauso viel wert an dieser Stelle wie echtes, ja? Hier ist ein Seil. Und ein Stift und ein Radiergummi oder sowas. Okay, ja, ich glaube, das hier ist aufgegangen. Nice. Huch! Sorry, falscher Button. Overflow filled. Ich dachte, jetzt kommt der Ink Demon. Ich wüsste nicht, wo ich mich verstecken soll. Da! Okay, sehr gut. Ah, man muss sich vorher immer ein bisschen umschauen, aber ich kann auch nicht... Irgendwie überall... Gibt es hier irgendwo eine Leiter rein oder so? Ich will da... Irgendwie dafür sorgen, dass ich da wieder hochkomme. Hier ist eine Leiter. Und was gibt's jetzt hier? Ah, ich muss die Dinger öffnen. Und zwar alle. Da war ein Ventil nicht ganz. Ah, verstehe. Die Frage ist aber, was schafft das jetzt genau? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ah, jetzt geht's. Hä, was habe ich denn gemacht? Okay, jetzt kann ich es wieder füllen. Aber wie hilft mir das? Im Endeffekt. Jetzt bin ich halt nicht schlauer. Ich dachte mir das schon. Das ging irgendwie nicht. Aber okay, das ist jetzt auch wieder Oh, ich kann da drauf jetzt. Ah. Und zwar von hier aus. Und dann kann ich da auf die Kisten. Ja. Ja, natürlich stehe ich jetzt direkt hier drauf. Okay. Was ist ein Bullshit, Alter. Oh. Habe ich nur ein schönes geschafft? Wahrscheinlich das Security-Ding da geöffnet, oder? Kann gar nicht anders sein. Okay. Ich darf jetzt halt nur nicht ins Wasser fallen. Hm. Wenn da wenigstens dran stehen würde, was ich mache. Okay. Ich gehe mal hier rein. Guck auf das Ding. Ist es offen? Es ist nicht offen. Wie zum Fick komme ich da rein? Verdammt nochmal. Was habe ich jetzt geschafft? Ich kann das Wasser, glaube ich, wieder ablassen und dann ist da unten offen. Warum auch immer das da dann nicht abfließen sollte. Aber ich schätze mal, dass... Oh, ja, ich muss definitiv hier hin, ist okay. Uah. Doch, Digga, also... Meine Güte. Mann, wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Ich bin hier auch vorne, ganz vorne. Oh, nein. Ach Gott. Aber was habe ich denn jetzt schon geschafft? Sag mal. Mama, ich lade mal das Ding wieder auf. So, ich hoffe, das hat gespeichert. Bitte. Bitte sag nicht, du hast mich komplett zurückgesetzt. Da wäre ich dir sehr, 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 sehr böse Spiel. An der Stelle hätte ich vorher vielleicht mal diese Bacon-Suppe, die ich mir eigentlich extra aufgehoben habe, nehmen sollen. Oder da was vom Automaten. Aber scheiß mal da drauf. Warte mal, es geht hier runter. Ist es schon soweit? Komm, komm, komm.
dankeschön. Mensch, stell dich nicht so an. Also, das scheint auf jeden Fall hier schon erledigt zu sein, von daher. Sollte das gesaved haben. Oh, what? Es hat sogar die Leben, glaube ich, gesaved von denen. Boah, ey. Ätzend. Ich brauche die Bacon-Suppe. Ich habe den Hebel schon betätigt, oder? Ich hole mir jetzt das Zeug. Wartet ab. Wartet bloß ab. Oh, yes. Oh, yes. Ey, gib her. Dankeschön, Alter, für dieses köstliche Mahl. Das hilft bereits. So, ich gehe mal rüber. Die kommen ja... Die kamen ja direkt hier draus. So, ich lass das Wasser wieder ab. Oh, ich dachte, die stecken mehr ein, aber scheinbar hat das Leben von denen wirklich gespeichert oder so. Wie viel sind's? Eins. Oh, come on. So, sehr gut. Geil, ich liebe den Sound, ey. So, mal gucken. Da müsste jetzt unten hier diese Tür offen sein. Richtig? Richtig. Aber wie komme ich denn in dieses Security Lock nochmal? Ich will da irgendwie rein. Ich hoffe, das geht noch. In diesen isolierten Wänden Lord Amok regiert. Wer ist Lord Amok? Das stand da schon überall. Die Tropfen, die von der Welt nach draußen liegen, können sein Regime nicht stoppen. Bla 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 bla. Wer sich auch immer Amoks Hand in den Weg stellt, dessen Körper wird zermalmt. Alles klar. Ja, whatever. Schönes Gedicht. Schönes Gedicht. Okay, es geht hier hoch und dort hoch. Let's see. Hi. Grüß euch. Oh, wait. Nein, das ist unfair. Nein, das ist unfair. Hier. Oh mein Gott, ich hasse das. Jedes Mal an so einer Bullshit-Stelle. Das ist hier die Butcher-Gang, ne? Wollen sich mir in den Weg stellen. Buy five, get one free. So, hier ist noch... Oh, hier sind ein paar Münzen. Dankeschön, dass ich die einzeln aufheben muss. Okay. Was auch immer ich geschafft habe. Ich möchte nicht zu denen. Die sind mir unsympathisch. Ich möchte das nicht. So. Warte. Ach, hier können wir nochmal aufladen. Ja, das haben wir eben drüben schon getan. Ist egal, brauchen wir nicht unbedingt. Oh! Guck mal! Wait! Ich habe die andere Seite dieser Tür gefunden. Nice. Security Override. Das öffnet diese Tür. Ja, ich hab's gehört. Das war genau die Richtung. Okay, sehr, sehr nice. Zum Glück habe ich hier nochmal geguckt. Ich kenne die Stimme. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Oh, nein! Nein! Verdammt! Ach, ist egal. Ich weiß, wir können das übrigens lesen. Mann, Alter. Ich will diesmal schaffen, ohne irgendwie ein Leben einzubüßen. Da muss ich halt weiter nach hinten gehen, aber ich war stuck an irgendwas. So, okay, wir gehen hier lang. Das muss jetzt offen sein. Ja, guck mal, ist offen. Oh, wie nice. Okay, super cool. Da liegt ein Upgrade für uns. Oh, das hat sich übrigens gelohnt. Gib her. Was macht man, Leben oder Stamina? Ich würde sagen Leben. Ja. Ability. Cooldown. Nee. Wir machen Health. Ich glaube, das wäre besser. Besser für alle. Search. Was? Sie machen halt hier echt nichts rein? Come on jetzt. Ich meine, gut, ich will mich nicht beklagen. Ich hab, was ich will. Dann lass uns mal diesen Typen da vermopsen, würde ich sagen. Vielleicht fangen wir damit auch in der nächsten Folge an, liebe Leute. Warte mal, ich gehe mal hier rüber. Beziehungsweise hier runter, meine ich. So. Ich glaube, das war auf der Seite. So, pass mal auf. Ist das hier Arok und seine komische Metal Gang? Guck mal, Amok heißt er. Wie er da steht.
und einfach in den Void starrt, bis irgendwas passiert. Geiler Typ. Okay, ich werde jetzt hier mal auf jeden Fall speichern, Leute. Und hebe mir diesen Bosskampf, denke ich mal, für die nächste Folge auf. Wenn ihr den sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Vielleicht ziehen wir es in der nächsten Runde durch. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es zeitlich schaffe. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis dann.